Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims. Heute habe ich Besuch. Hallo. Und der Elik wird sich bei Sims selber nachbauen. Und das geht folgendermaßen. Ich weiß gerade gar nicht, immer drückst du da oder da drauf. Achso, ich dachte, das ist der Ladebildschirm. Schade. Nee, es geht schon richtig los. Und das ist doch schon mal eindeutig Elik. Auf jeden Fall. So, hilf mir mal was. Das ist Geschlechtsauswahl, glaube ich. Ja. Du bist ein junger Erwachsener, nehme ich mal an. Ja, kommt drauf an, heißt junger Erwachsener jetzt 16 oder so, 16 bis 18, weil dann bin ich ja erwachsen eigentlich. Nee, du bist ein junger Erwachsener. Ich hab voll die dicken Pausbacken so, ich bleib hier. Da kannst du deine, du kannst auch, wenn du ihn anklickst, kannst du dein Aussehen verändern. Hier kannst du deine Gangarten wählen. Oh. Ach du Schande, was ist das? Ach Stolz, okay. Oh. Was ist das? Ist, ja, auf jeden Fall. Das ist schon eher. Oh, das sogar der Rache. Ja. Mensch! Ich nehme das einfach, sehr geil. Jetzt kannst du dir deine, das ist deine Stimme. Hm. Auf's der Bock. Minarsko? Hä? Ich will say. Was heißt das hier? Genau. Oh, Heiligchen. Ist die höher, ja? What a shoot's day. Ich hab eine höhere Stimme eigentlich. So vielleicht. So. Du kannst auch hier bei ihm im Kopf und so anklicken, ja? Dann kannst du ihn verändern. Oh mein Gott, es ist so nah am Gesicht dran. Du kannst auch raus und rein scrollen, glaube ich. Okay. Die Backen, die Wangen. Die Wangen sind übelst extrem. Ah! Was hab ich gemacht? Ich hab weiß gar nicht, ich wollte das nicht. Es tut mir leid. So, wir müssen erst das Wichtigste machen. Sehr schön. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Was Bärtigeres gibt's nicht. Oh. Oh, das sieht hübsch aus. Das ist ein bisschen zu alt vielleicht. Gibt's keine anderen Werte? Ich verstehe gerade. Ja. Naja, das sind schon alle. Der ist zu wenig. Ja. Der ist zu wenig. Der ist zwar irgendwie witzig, aber nee. Das ist schon der vollste Vollbart, der existiert. So, fertig. Das ist ehrlich. Geschafft. Da kann man lange einstellen. Das ist jetzt nicht gerade das, was ich als lang. Nein. Ach. Hä? Wo ist denn das lang? Das sind alle irgendwie. Aber dann ist das noch das nächste ja, von allem. Das ist das erste, was da ist. Das ist das, was ich gerade habe. Stimmt. Ach, ist das That's so you. Jetzt kannst du einen schönen Hut dazu nehmen. Westclash in Sombrero da oben oder so. So einen möchte ich übrigens in Beige. Diesen kannst Fedora. Du auswählen unten auf die Farben? Da unten. Und dann so gucken. Verrückt. Ach so, also einen Hut an sich suche ich noch. Aber ich glaube, vielleicht ich da so? Das ist auch verschiedene der. Farben. Ich weiß nicht. Ist das nicht. Ach nee, das ist ein anderer. Verrückt. Das kannst du überall einfach für Ausgekleidung so noch alles auswählen. Du kannst dich erstmal normal bauen. Und dann ich mach mir erstmal kurz, wo ist denn das wieder weg, dass der Hut weg ist? Du musst doch schon mal auf den Hut klicken. Ach so, warte mal, man hat ja hier noch mehr. Ist ja verrückt. Ja. Okay. So, ich habe auf jeden Fall eine Brille. Erstmal kurz das und ich habe keine Ohrringe. Ach, das sind keine. Gut. Ich dachte, das wäre ein Ohr ohne. Haben wir eine Brille mit breiten. Eigentlich habe ich eine Kette, aber nicht die. Sieht man auch gerade nicht, weil du so ein komisches Oberteil an hast. Da mach ich es erstmal weg. So. Die noch eher, ne? Und ja. Die hätte ich gerne in. Braun gibt's nicht. Nee. Nimm einfach die. Dann so. Die. Ah, sieht voll aus wie du. Total. So auf Instant. Was haben wir eigentlich noch? Ohrringe, Ketten. Achso, das war alles Make-up. Was haben wir da? Okay, das brauche ich glaube ich nicht. Du kannst auch dein Gesicht nochmal genau verändern, wobei, dann sieht es eigentlich glaube ich eh nicht so genau dann. Wobei, sieht eigentlich schon ziemlich aus. Das ist ja total verrückt. Das sieht eigentlich schon ziemlich aus wie du. Gut, wir lassen das mal. So, was haben wir denn hier? Ah ja, hier, ne? Nee, ich brauche irgendwas, was schlank ist, aber nee, abgemagert. Das da? Ist das nicht. Oh, da hast du aber ganz schön breite Schulter. Das ist eigentlich nicht gut. Kann ich die nicht dünner machen? Ja, kannst du. Ich hab kein. Achso, warte mal, fest. Am besten ist natürlich diese Figur, oder? Ja! Das ist doch nicht eine Birne. Das sieht da aus wie. Das sieht aus wie eine Birne. Der Kopf sieht viel zu klein aus. Zu diesem Körper. Ja, schon das. Warte mal, kann ich meine Körpergröße erstmal einstellen, vor allem? Das geht nicht. Ah! Ah! Du kannst auch dich erstmal nackig machen, wenn du willst. Da kannst du deinen Körper besser das angucken. Geht wo? Klick mal deinen Körper an, einfach mal irgendwie.
da einfach mal irgendwie Unterwäsche oder so. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gerade gar nicht. Wie geht das? Ich habe das bei mir auch gemacht. Entfernen. Ah. Oh. Wo ist denn die Unterhose? So. Nee, das ist doch ganz nett. Ich wäre gerne kleiner. Ja. Das geht aber leider nicht. Ich frage mich, warum nicht. Weil wir sind wahrscheinlich dann ein Kind oder sowas. Da hat sich Jana auch beschwert, als sie Sui nachgestellt hat. Oh, toll. Der Arme. Ich brauche eine Jeans. Eine andere Jeans. Die ist schön. Ja. Und ich brauche als erste Schuhe. Ich finde barfuß furchtbar. Keine Sandalen. Die in braun. Das ist ganz schick. Jetzt muss ich mal oben was anziehen, sonst geht das gar nicht. So, erstmal kurz irgendwas. So. Genau das. Ich brauche eigentlich nur ein Shirt. Das wäre ganz cool. Kannst du auch Shirt auswählen. Das sind ein paar schöne Sachen. Ah, das ist ein langärmisches Mist. Nee, warte, ich brauche ein kurzes. Das gibt's auch in Grau. Perfekt. Das ist aber ganz schön breit ein Oberkörper. Nee, das geht auch wirklich gar nicht. Das ist schon eher. Besser. Und warte mal, das sieht... Das muss vielleicht auch ein bisschen... Ich greife mir in die Brust, super. Ich mache komische Geräusche dabei, die hast gerade nicht gehört, oder? Kann ich eigentlich hier auch noch? Oh. Ah, ich habe meine Füße ganz groß gemacht. Ich glaube, ich habe kleine Füße. Ich habe 41. Was hast du? Ich habe 42. Und du hast das genommen? Ja. Warte. So. Ich verstehe. Perfekt. Oh, so sehe ich von hinten aus. Das hätte ich für die eine Frage auf AskFM machen können. Was haben wir hier? Das ist irgendwie nur Zeug. Sieht ziemlich standardmäßig aus. Ja, so gehe ich zur Arbeit. Obwohl, ich habe mein Hemd draußen. Mhm. Das geht nicht. Jetzt geht's, kannst du dir, glaube ich, auch schon noch draußen auswählen. Oh, jetzt dieses V-Ausschnitthemd. Alter. Ah. Na bitte! Ja! Mensch, hast du überall Falten hier in der Mitte. Das ist perfekt. Voll realistisch und so. Nein, das wollte ich nicht. Oder kann man das für jeden... Das kannst du für alles auswählen. Und wenn man dann zufälligerweise Sport macht, hat man das dann an, oder was? Ja. Oh, Schlafanzug. Warte, alles aus. Kannst du auch machen, warum nicht? Oh, die Schuhe, das ist ja geil. Gibt's, du musst aber noch deine, am besten, du gehst chronologisch vor und machst am besten, dass man deine... Das ist die Kleidung und du halt eben irgendwie, keine Ahnung, auf eine Fest... Ja, Hochzeit oder einen schicken Geburtstag. Das möchte ich bitte in Grau. Oh! Mensch, das ist ja übelst edel. Und dann möchte ich davon bitte noch. Gibt es hier da gleich einen Grau? Warte mal, schwarz ist vielleicht auch gar nicht. Ich fand das eigentlich in Schwarz gar nicht mal so schlecht. Ne? Also gehen wir in einen anderen Schwarzton, das ist jetzt irgendwie so bräunlich. Ja, so das ist oder, besser. Das oder da, ist halt, oder da unten, das sind auch noch zwei Schwarztöne. Das ist eine gestreifte Hose dann. Der hier. Ich würde vielleicht schon das gleiche das nehmen von daher. Das, das ist auch eher zu genau dem da. Das ist wahr. Und Schuhe brauche ich vielleicht noch ordentlich. Gibt es irgendwie Schuhe? Ah, warte mal. Nee. Sieht voll schick aus. Verrückt. Das sieht schon besser aus. Lass mir erstmal so. Im Notfall kannst du es ja noch ändern, ne? Mein Anzug ist übrigens auch grau. Mein richtiger Anzug, meine ich. Alles in grau. Ich mag keinen Sport, ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Wollte doch schmal, sonst hätte ich sogar Sport. Ah, da hab ich das an. Normal. Dann zieh das auch hier an. Nee, langärmig ist ganz schön. Oh Gott, nee, das geht. Dieses V-Ausschnitt-Shirt steht ja, aber äußerst gut. Nein, warte. Jetzt steht es mir äußerst gut. Das ist der einzige Unterschied beim Sport machen. Da hab ich ein V-Shit. Lass mal jetzt so. Jogginghose ist auch gut. Lass mal so. Kann man jetzt irgendwie noch ein paar Brusthaare machen? Mal gucken. Accessoires. Oh, warte mal. Gibt's Schweißbänder? Warum gibt es das als Auswahl, wenn da nichts drin ist? Die dumm sind. Kannst du sogar Socken aus? So. Das ist voll wichtig. Du trägst keine Socken bei den anderen Charakteren. Scheiße, du hast recht. Nein, ich muss Socken tragen. Ich hasse es. Man darf keine... Hallo, Halbschuhe ohne Socken. Weißt du, wie das brennt? Oh, graue Socken. Die sind ja süß. Warte mal, die sind auch grau. Perfekt. Also, ich habe eigentlich immer schwarze Socken. Da kannst du aber fast das auf dem Band nehmen. Oh, wie cool. Und das möchte ich bitte auch in schwarz.
Ich habe zwar eigentlich Löwen drauf, aber... Man kann nicht alles haben. Ja. Schön. So. Das ist Schlafgehzeugs, ne? Ja. Ich gehe im Bademantel ins Bett. Da hat er vielleicht auch noch Kraut zur Auswahl. Ja, hat er. Ob das grau ist, weiß ich nicht. Das ist eher so beige, braun. Ja. Ist das noch eher grau? Aber ich bin ja auch Braunfarbentyp. Ist ja auch nicht so schlimm. Das mit den Pantoffeln ist so geil. Das sind die perfekten Puschen. Gibt's da noch rosa? Ja, die nehme ich. Geil. Das fetzt. Hier gibt's nicht. Ach doch, Socken. Ah, Socken, nee, das, weil ich für sowas geht. Das, da gehen Socken wiederum gar nicht. Wenn ich ins Bett. Wenn ich ins Bett gehe, hab ich einen anderen Körper. What? Kannst du Tätowierungen machen? Abschleider, okay. Kann man mir mal Bart tätowieren? Der hier am besten hier ein bisschen Bauch runtergeht. Kannst du Brusthaar tätowieren? Perfekt. Und auch, nee, das ist ja furchtbar. Wo gehen die aus? Das ist dein Party-Outfit. Vorgefertigt die Looks. Die sind ganz schön furchtbar. Kannst du. Oh, warte mal. Gibt es das? Vielleicht nicht mit Leder, aber so eine Weste oben drüber wäre schon gar nicht schlecht. Guck halt mal. Das ist schon besser. Erik macht hart Party. Wäre nur mit kurzen Ärmeln besser. Du hast ja auch gerade die langärmischen Sachen ausgewählt. Ach, verflucht. Aber man kann nicht die Weste drüber lassen. Oh, was haben wir denn hier alles? Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Da freue ich mich. Ja. Ja. Oh, perfekt. Gekauft.